Hey, hallo und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Wieso ich jetzt auch immer die Augenbrauen gerade so hochgezogen habe. Ja, und da war sie wieder oben. Egal. Ich habe irgendwie gerade einen Augenbrauenzucken. Gut. Also, es ist zwar voll die miese Nummer und ich weiß, dass du gerade mega sauer bist, Mom, aber man muss ihm lassen, technisch gesehen, im Ich Männchen. weiß nicht, bei Das Technik ist der gehört Anzug, ja. schon so ein bisschen elegant. Ja, Leo, guck mal. Was Guck mal hier. Naja, da muss man mit dem Schuh locken. Also, auf jeden Fall, ich habe euch eine Geschichte heute auf Lager. Auch wenn man es jetzt gerade nicht glauben würde, aber ist so. Das war mein Schuh. Okay, ich muss mal ganz kurz. Ihr wisst doch, die übliche. Da ist der Knopf, da ist er. Ja, auf jeden Fall. Wie? Jetzt ist doch noch ein Restklospülung drauf. Zu früh gedrückt, nennt man das einfach dreist. Okay, gut. Es ist schon mein zweiter Anlauf für dieses Video. Und ja, ich muss sagen, es läuft jetzt gerade nicht so. Aus der Klospülung, die lief. Aber egal. Ja. Es geht um Folgendes. Ich habe mit meiner Mutter vor kurzem ein Gespräch geführt. Irgendwie fangen alle meine Videos mit diesem Satz an, ne? Ist dir schon mal aufgefallen? Also 90% meiner Sätze fangen an mit: Ich habe mit Mutter vor kurzem eine Diskussion geführt. Ich habe mit Mutter vor kurzem gesprochen. Ich glaube, ich verbringe zu viel Zeit mit dir. Gerade so. Ja, also auf jeden Fall habe ich mit meiner Mutter gesprochen, da, wie vielleicht die ein oder anderen wissen, es mich ja vor kurzem um die Tür gewickelt hat, wie ich es so schön nenne. Und ich trage jetzt hier gerade einen sehr, sehr unsauberen Verband, um ehrlich zu sein. Es tut mir leid, ich wollte den nicht in die Kamera zeigen. Es läuft nicht so. In diesem Punkt gerade. Ja, auf jeden Fall kriege ich heute Abend einen neuen Verband. Oh, freue ich mich schon. Ja, aber ich habe dann zu meiner Mutter gesagt, wieso haue ich mich gerade überall an und fliege ständig um? Weil meine Mutter zu mir gesagt, so, ja, das kann ja sein, dass es vielleicht am Overload liegt und dass ich einfach noch nicht wieder das räumliche Sehen habe und deswegen eben gerade etwas mehr aufpassen müsste. Und ja. Und dann habe ich mir so gedacht, ja gut, sich Selbstbewusstsein, wo man steht. Und dann habe ich ein Video gesehen, wo irgendeiner gesagt hat, die besten Tipps für Selbstbewusstsein und so. Und in dem Moment habe ich mir dann gedacht, eigentlich ist das interessant, weil die Frage ist ja, selbstbewusst, wenn man es mal einfach auseinander nimmt, die Worte, heißt sich selbstbewusst sein. Aber wie kann man sich selbstbewusst sein, wenn man kein Gespür für sich hat? Also ich bin ja jemand, ich spüre mich selber nicht. Ich weiß nicht, wo ich bin, wie ich bin oder wo der Raum um mich rum ist. Und wie soll ich ein Selbstbewusstsein entwickeln, wenn ich nicht selbst weiß, wo ich bin, wo ich stehe und was gerade um mich rum passiert? Das klingt jetzt gerade so voll orientierungslos, aber es ist halt wirklich so. Ich habe wirklich Probleme, mich zu orientieren. Und ich merke es dann immer so an solchen Momenten, wenn ich ganz dringend auf Klo muss und pinkeln und dann plötzlich bei meinem Papa unten in der Wohnung stehe und mir denke, ja, war ja jetzt nur ungefähr 47 Treppen Unterschied. Da kann man noch fast sagen, ich bin auf dem geraden Weg gewesen, wenn man es will, wenn man es unbedingt will, dass man es sagen kann. Ja, und dann muss ich immer wieder hochwatscheln und dann muss ich doch wieder. Dann muss ich gut abbiegen und ja. Auf jeden Fall ist es ja so, dass ich für mich hier sagen kann, ich habe keine Orientierung. Ich habe keine Orientierung. Ich weiß nicht, wo ich stehe, was der Raum um mich herum macht, wie groß etwas ist oder wie klein es ist. Und ja, dann ist für mich die Frage, wie entwickelt man dann ein Bewusstsein zu sich? Und was kann man tun, damit man dieses Bewusstsein entwickelt? Also ich für meinen Teil, ich habe jetzt noch keine wirklich Mega-Antwort. Also ich kann jetzt sagen, was ich dann versuche. Ich versuche erstmal mir selbst zu sagen, ich sagte jeden Tag selbst, dass du gerade fabelhaft bist. So das Prinzip, das betreibe ich. Und manchmal bin ich auch etwa wirklich etwas selbstverliebt, weil ich mich viel zu sehr lobe für Dinge, die viel
unwichtig klingen, aber im Grunde genommen ist mein Problem, dass ich mich eigentlich selbst nicht so besonders leiden kann immer. Also meine Nase juckt und ich hab Leo-Haare im Auge. Das muss mal toppen, Mama. Diese Haare bin ich mir gerade bewusst, sage ich nur. Ja, aber für mich ist das wirklich so, dadurch, dass ich schon als ich ein Kind war, immer sehr komisch zu mir gestanden habe, fällt es mir sehr schwer, mir bewusst zu machen, dass ich selber ein Individuum bin, das auch verdient hat, glücklich zu sein oder das verdient hat, etwas Schönes zu erleben. Und dieses Bewusstsein ist mir ehrlich gesagt erst vor ein paar Jahren dann zum ersten Mal so aufgekommen, als ich angefangen habe, so mit diesem YouTube, da ist bei mir irgendwie das Selbstbewusstsein und auch so ein bisschen dieses, ich bin eigentlich ja auch etwas wert. Also dieses Selbstwertgefühl auch ist bei mir in dem Moment dann schon auch sehr angestiegen, muss ich zugeben. Das klingt jetzt total komisch, aber es ist halt wirklich so, weil egal was, ich habe mir in dem Moment so gedacht, egal was auch immer mir jemand in die Kommentare reinschreibt, es kann nie schlechter oder bösartiger sein als das, was ich mir selbst sagen würde. Und ich bin auch jemand, ich zerfetze jedes Video, also das alles zu spät ist. Und ich bin auch jemand, ich kann meine eigenen Videos nicht angucken. Das klingt total komisch, aber ich finde es komisch, mich selbst dabei zu beobachten, wie ich Dinge erzähle, die ich dann sozusagen erzähle, um sie aus meinem Kopf zu bekommen. Hätte ich sie auch wieder im Kopf drin, ne? Also ist eigentlich logisch, dass ich meine eigenen Videos nicht so gut gucken kann, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Aber für mich war es zum Beispiel etwas zu finden, was meine Passion ist, meine Leidenschaft, mein Interesse weckt. Das hat mir sehr geholfen, so eine gewisse Art von Selbstbewusstsein oder auch so eine gewisse, ja, so ein gewisses Ich bin's Wertgefühl zu vermitteln, weil ich dann einfach wusste, ich bin nicht mehr nur der Pudding an der Wand, der jeden Sommer runtertropft, sondern ich bin auch jemand, der etwas macht. Auch wenn es nicht unbedingt im Sinne von, ich mache Großes, ich verändere die Welt mäßig ist, sondern nur so kleine Dinge. Aber für mich war das dann ein Riesenschritt. Ja, eigentlich sollte ich jetzt an diesem Punkt enden, weil egal was ich jetzt sage, macht es nur das Video schlechter, ne? Aber ich krieg den Dreh nicht, weil damit habe ich ja schon wieder was gesagt. Ich habe gerade keinen Plan. Also für mich ist auf jeden Fall so der Tipp, den ich habe: Sucht euch irgendwas, was euch ausfüllt, was euch Spaß macht, was euch beschäftigt. Und zwar nicht nur so im Sinne von, ich beschäftige mich, damit ich beschäftigt bin, sondern wirklich sowas, womit ihr euch beschäftigt, weil es euch Spaß macht. Weil ich glaube, der erste Schritt, um sich selbst mehr zu mögen, ist, sich selbst auch mal einen Spaß zu gönnen, sich selbst zu erlauben, auch glücklich zu sein. Oder zufrieden zu sein in meinem Fall. Ich bin nämlich seit ein paar Jahren ultra zufrieden mit meiner Welt. Und es ist einfach so, dass ich jeden Tag gerade als ein großes Juhu betrachte. Und was mir auch geholfen hat, für mich persönlich war, ich habe irgendwann meine Einstellung geändert. Früher war es so, ich habe immer gesagt, wenn eine einzige doofe Sache am Tag passiert ist, dann war der ganze Tag furchtbar. Und inzwischen ist es so, dass mein Motto ist, solange am Tag nur eine einzige gute Sache passiert ist, egal was, und sei es jetzt bloß, dass der Toast nicht verbrannt ist, solange hast du einen guten Tag gehabt. Und diese Änderung meiner Einstellung hat auch viel geändert in meinem Betrachten der Welt. Ja, das war alles, was ich euch dazu erzählen kann. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das so seht und was ihr dazu so meint. Ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an debell.read@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss. Oder wie ich es jetzt gerade neuerdings versuchen will, tüdelü.